Hallo meine Lieben, unser Buch für heute heißt Max lernt Schwimmen. Genau. Und dann fangen wir mal an. Erste Seite. Maxes allerbeste Freundin Pauline hat das Seepferdchen gemacht. Ganz allein und ohne Max. Das findet Max ein bisschen unfair. Denn er kann auch schon schwimmen. Jedenfalls fast. Du wirst das Seepferdchen niemals schaffen, sagt Felix, der große Bruder von Max. Du bist nämlich keine Wasserratte, sondern eine Landratte. Felix hat sogar schon das Schwimmabzeichen in Bronze auf seiner Badehose. Das siehst du da auf seiner blauen Badehose, der Kreis. Ich lerne schneller schwimmen, als du denkst, ruft Max wütend. Lass mal sehen, ob er das schafft. Seite umblättern. Zum Glück. Das von Bronze, das Seepferdchen. Genau, die gehen jetzt ins Schwimmbad, Mama und Max. Und da kann man das Seepferdchen machen und dann später das Bronzeabzeichen. Also lesen wir mal auf dieser Seite, was passiert. Zum Glück hat Maxes Mama gerade Urlaub. Wir gehen einfach jeden Tag ins Schwimmbad und üben Schwimmen, hat sie Max vorgeschlagen. Das Schwimmbad findet Max super. Schon am Eingang riecht es so schön nach Chlorwasser. Mama kauft an der Kasse eine 10er-Karte. Die Frau gibt Mama ein Armband mit einem eingebauten Schlüsselchip. Dass die 10-mal schwimmen können. Also die haben für 10-mal bezahlt, weil man muss ja bezahlen, wenn man ins Schwimmbecken geht. Willst du auch schon einen eigenen Schrank? Fragt sie Max. Na klar, sagt Max und bekommt auch so ein Schlüsselarmband. Und auf der rechten Seite siehst du, wie er das Armband um sein Handgelenk tut. Nächste Seite. Muss ich mich bei den Jungs umziehen? Fragt Max vor der Umkleidekabine. In die Jungs-Umkleide traut er sich eigentlich nur, wenn er zusammen mit Felix oder Papa ins Schwimmbad geht. Quatsch, wir beide sind doch eine Familie, sagt Mama und schiebt Max in eine große Kabine für Familien. Dort ziehen sie sich aus und schnappen sich ihre Badesachen. Max schlüpft in seine Badelatschen. Mama nimmt das Duschzeug und ihren knallroten Badeanzug aus der Tasche. Dann hält Mama das Armband mit dem Chip vor einen Schrank. Die Tür springt auf und sie verstaut ihre Kleider in dem Schrank. Max stopft seine Kleider und Schuhe in den Schrank daneben. Nächste Seite. Seine Badelatschen. Da hat er die Badelatschen an. Er hat blaue, Mama hat rote. Lass mal sehen, was die hier machen. Ich gehe schon mal ins Wasser, sagt Max. Nichts da, ruft seine Mutter. Zuerst wird geduscht. Nach dem Duschen pustet Mama die Schwimmflügel auf. Dann gehen sie endlich in die Schwimmhalle. Max springt direkt ins Nichtschwimmerbecken. Eigentlich kannst du schon fast schwimmen, Max, sagt seine Mutter. Sie zeigt ihm noch einmal, wie er die Beine und wie er die Arme bewegen soll. Das kann Max wirklich schon. Umblättern. Guck mal, wie mutig der Junge ist, Robin, sagt ein Vater zu einem Jungen, der ängstlich am Beckenrand sitzt. Aber das ist viel zu viel Wasser, schluchzt Robin. Ach was, komm rein, ruft Max. Hier kann sogar ich stehen. Und ich bin auch nur eine Landratte und keine Wasserratte. Da traut sich auch Robin ganz vorsichtig ins Wasser. Du musst nur noch richtig ein- und ausatmen üben,
sagt Mama. Ich halte dich unter dem Bauch fest, damit du kein Wasser schluckst. Max muss immer dann einatmen, wenn Mama Luft rein sagt. Und er soll immer dann ausatmen, wenn Mama Luft raus sagt. Schließlich probiert es Max ohne Mamas Hand. Und er schafft eine kurze Strecke schon ganz allein. Umblättern. Ameisen. Hallo Jungs, ich hab euch was mitgebracht, sagt Papa, als er am Abend nach Hause kommt. Max und Felix packen zwei aufblasbare Schwimmtiere aus. Mama und Papa müssen beim Aufpusten helfen. Felix hat einen Dinosaurier bekommen. Der ist ganz grün mit einer roten Nase. Und Max hat einen Hai. Schade, dass wir die nicht mit ins Schwimmbad nehmen dürfen, sagt Max. Doch, das dürft ihr, sagt Papa. Am Samstag ist doch großer Spaßschwimmtag. Max und Felix jubeln. Da müssen wir hin. Meinst du, die dürfen da hingehen zum großen Spaßschwimmtag? Ja. Na, blättern wir mal um und gucken. Am Samstag gehen Max und Pauline mit Felix und den Eltern zum Spaßschwimmtag. Das muss eigentlich Spaßtag heißen, sagt Max, als sie die Schwimmhalle betreten. Denn zum Schwimmen ist im Nichtschwimmerbecken kein Platz mehr. Nee, guck mal, da sind ja so viele Kinder mit ihren aufblasbaren Schwimmringen und Schwimmtieren und Schwimmbällen. Ein Schwimmball, ja. Schwimmring, Ente, Schlange, also echt jetzt? Genau, alles Mögliche. Aber zum Rumtoben mit dem neuen Hai reicht der Platz zum Glück auch so. Nächste Seite. Max übt in der nächsten Woche jeden Tag mit Mama schwimmen. Und am Ende der Woche hat er den Trick mit dem Ein- und Ausatmen endlich raus. Mama schwimmt neben ihm, als sie das erste Mal durch das tiefe Wasser schwimmen. Oh, das ist aber bestimmt aufregend. Was meinst du? Yep. Ja. Max schafft eine ganze Bahn ohne Schwimmflügel und ohne Hilfe. Herzlichen Glückwunsch, sagt der Schwimmmeister. Ich hab dich schon die ganze Woche beobachtet. Du hast ja irre schnell schwimmen gelernt. Umblättern. Kriege ich jetzt das Seepferdchen? Fragt Max. Der Schwimmmeister schüttelt den Kopf. Noch nicht ganz. Den schwierigsten Teil hast du aber schon. Eine Bahn schwimmen. Aber traust du dich auch vom Beckenrand ins Wasser zu springen? Das ist für Max keine Frage. Ins Becken zu springen, das ist doch das Größte. Max klettert aus dem Wasser, springt rein, klettert wieder raus und springt wieder rein und klettert wieder raus und springt wieder rein, bis der Schwimmmeister ruft. Danke, Max, das reicht. Umblättern. Jetzt muss Max noch nach einem Ring tauchen, den der Schwimmmeister ins Nichtschwimmerbecken wirft. Wieso heißt Juhu, tauchen! Weil das Becken nicht so tief ist. Da kann man dann stehen. Das sind für Leute, die noch nicht richtig schwimmen können, dass die nicht untergehen. Weil im tiefen Becken, da muss man schwimmen können. Da kann man nicht auf dem Grund stehen. Der ist ja sehr tief, der ist ganz tief unter Wasser. Juhu, tauchen, freut sich Max. Er hält die Luft an und fischt den Ring aus dem Wasser. Umblättern. Gut gemacht, Max, sagt der Schwimmmeister und überreicht Max das Seepferdchen-Abzeichen und eine Urkunde. Eine Urkunde ist ein Stück Papier, da drauf steht, dass man etwas geschafft hat und wann und wo. Kennst du denn auch die wichtigsten Baderegeln? Na klar, mit vollem Bauch darf man nicht ins Wasser.
sagt Max, wie aus der Pistole geschossen. Denn das hat die Mama schon 100-mal gesagt. Sehr gut, sagt der Schwimmmeister. 2 Stunden vor dem Schwimmen soll man nicht mehr essen. Weißt du noch eine andere Regel? Max überlegt. Vor dem Schwimmen muss man duschen. Der Schwimmmeister nickt. Richtig, schließlich ist das Schwimmbad nicht für Dreckspatzen da, sondern für solche Wasserratten wie dich. Ist Max jetzt eine Wasserratte? Mhm. Hat das geschafft. Nächste Seite, die letzte Seite. Jetzt bin ich auch eine Wasserratte, jubelt Max am Nachmittag. Das hat der Schwimmmeister gesagt. Nun muss es sogar Felix zugeben. Ja, jetzt ist Max eine Wasserratte geworden. Er hat schwimmen gelernt. Da siehst du Mama, die stickt oder näht das Seepferdchenzeichen auf Maxes Badehose. Eine tolle Geschichte. Danke, dass ihr zugehört habt bei Max lernt schwimmen. Eine Geschichte von Christian Thielmann und Sabine Kraushaar, Carlsen Verlag. Tschüss, bis zum nächsten Mal und unseren nächsten Geschichte.